Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallöchen, ihr Lieben, heute ist Freitag und das bedeutet wieder was? Irina muss vorkochen. Und ich weiß, ich habe das Video schon mal gemacht, das ist Video Nummer 8. Also ihr merkt, wir sind bei 280. Es ist schon länger her, ich glaube, das ist fast genau vor einem Jahr gewesen, nee, ein bisschen früher, im Juli war das. Und das Video, der Borsch war ohne Fleisch. Heute mache ich mit Fleisch. Ja, Borsch geht eigentlich sehr einfach, aber ist total lecker. Was wir dafür alles brauchen, das zeige ich euch einfach mal jetzt. So, hier habe ich schon auf dem Herd seit mindestens 2 Stunden, aber deswegen ist auch der Deckel schon so heiß, Fleisch am Kochen, also Suppenfleisch vom Rind. Und das hole ich jetzt raus und schneide klein. Und dann kommt das wieder zurück, also rein in den Topf. Ja, das Fleisch ist schon gut gekocht, ist auch weich, also passt. Ich löse es einfach mal von den Knochen ab. Ich schneide das, was ich nicht in der Suppe brauche, weg. Und wenn es abgekühlt ist, kriegen das die Katzen. Genau. Dann brauchen wir Kartoffeln. Habe ich schon fertig geschält. Dann brauchen wir eine Zwiebel. Knoblauch. Rote Beete aus dem Garten, deswegen sieht es so krüppelig aus. Ups! Ja. So, die habe ich aus dem Garten und die waren schon angeknabbert. Musste ich erstmal drumherum schneiden. Und entweder Weißkohl, wenn ihr dann Weißkohl nehmt, also frischen, dann braucht ihr auch noch Möhren. Oder ich liebe Borsch mehr mit Sauerkraut. Und hier sind schon Möhren drin, also brauche ich keine. Ja, und dann brauchen wir natürlich Öl für die Pfanne und Tomatenmark und Gewürze. Mehr eigentlich auch nicht. Hier ist das Wasser jetzt ein bisschen weggegangen, also fühle ich mal auf. Manuel hat gerade sich Tee gekocht, der so passt. Ja, und dann lege ich jetzt erstmal schon mal los und schneide die Kartoffeln. Die kommen gleich nämlich auch mit rein in den Topf. Ja, und wie gesagt, es kommt gleich einfach schon mal in den Topf mit rein. Und ich glaube, ich habe zu viele Kartoffeln geschält. Ist auch nicht so schlimm, die koche ich dann so und esse die nachher einfach mal mit Kräuterquark. Die Kartoffeln sind schon mal im Topf. Was noch sehr wichtig ist, ist... Oh! Und ich kriege das Glas nicht auf! So, wir haben das andere Glas nicht aufgekriegt, also habe ich jetzt ein anderes genommen. Zum Glück habe ich immer Vorrat da. Das Sauerkraut muss kurz ins kalte Wasser, damit das etwas milder schmeckt. So, einfach mal kaltes Wasser über Sauerkraut und dann ein bisschen stehen lassen. Und wo habe ich jetzt den Deckel davon gelassen? So, und jetzt lassen wir die Kartoffeln erstmal kochen. Und hier habe ich eine Pfanne. Und die kennt ihr ja von ganz vielen Suppen von mir. Die Zwiebel wird vorher, bevor sie in die Suppe kommt,
angebraten. Also muss ich jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch und die rote Beete schneiden, damit ich das anbraten kann. Aber ich mache schon mal die Pfanne hier an. So, die Zwiebel ist geschnitten und kommt jetzt schon mal gleich in die Pfanne rein. Und natürlich geht auch hier was daneben, wie immer. Nicht ein Video, wo nicht irgendwas daneben geht. Ja, und die rote Beete und den Knoblauch, die reibe ich auf der groben Reibeschicht. So, die rote Beete ist fertig gerieben. Die packe ich jetzt erstmal in eine kleine Schüssel. Also wer das hier vermeiden will, also rote Finger, der kann natürlich mit Handschuhen arbeiten. Aber ich mag nicht in der Küche Handschuhe tragen. Und habe ich in einem Bericht im Fernsehen gesehen, da hat der Koch Zitronensaft über die rote Beete gegeben, damit sie die Farbe nicht verliert beim Braten. Und den Knoblauch, den reibe ich hier auf der etwas feineren Reibe. So, hier ist jetzt die Pfanne. Die Zwiebel ist jetzt schon gut angebrutzelt. Also die darf nicht zu braun werden. Und jetzt kommt die rote Beete mit rein. Und der Knoblauch. Und ja, hier in der Pfanne sind noch die Vollkornnudeln von Marmel von gestern. Was machst du jetzt damit? Weiß ich nicht. Hast die ganze Packung gekocht. Und jetzt steht es da. Ja, und jetzt darf ich die rote Beete auch ein bisschen anbraten, bevor es gleich weitergeht. Ja, der Herd sieht wieder abenteuerlich aus. Das hat gestern die Mama herumgeferkelt und nicht richtig weggemacht. Naja. So, die Kartoffeln kochen schon fleißig. Und jetzt werde ich einfach mal das Sauerkraut mit den Händen ausdrücken und in den Topf geben. Ja, und zum Inhalt der Pfanne kommt jetzt noch Tomatenmark. Hier ist nicht so viel, deswegen habe ich schon vorsichtshalber die zweite Tube geholt. Davon brauchen wir doch ein bisschen mehr und kleckern schon wieder. So ein paar Esslöffel Tomatenmark gehört auf jeden Fall rein. Kurz anrösten lassen und jetzt gebe ich einfach mal Wasser dazu und drehe die jetzt runter und mache jetzt einfach nur einen Deckel drauf und lasse das Ganze kurz schmoren. Ja, und jetzt muss die Suppe nur noch, also der Borscht nur noch gewürzt werden. Also brauchen wir Salz. Pfeffer. Ein bisschen Dill. Und ein paar Lorbeerblätter. Und der Inhalt der Pfanne. Das riecht ja schon so lecker. Ich glaube nicht, dass ich bis morgen warten kann, dass ich den essen kann. Also ich esse den bestimmt heute noch. So, einmal erstmal kurz rühren und dann probiere ich gleich, wie es mit Salz aussieht.
ganz kleines bisschen kann noch rein. Ja, und jetzt muss er nur noch kochen. Also fertig kochen. Das dauert auch nicht mehr lange. Ich denke so 20 Minuten, dann ist alles fertig. Ich mache jetzt die Hitze ein bisschen runter. Deckel drauf. Und wenn es dann fertig ist, kann ich es euch zeigen. Ja, und ich muss noch was backen. Also den Boden für den Schokoladenkuchen hat Isabel schon gemacht. Den morgen. Morgen wird mein kleiner Neffe eingeschult. Ja, der kleine Pupser ist nicht mehr ein Kleinkind, ist jetzt ein Schulkind. Die Zeit rennt. Ja, und meine jüngste Cousine Jenny, die lässt sich morgen taufen. Am Nachmittag bei uns in der Kirche. Und da ist dann Kaffee und Kuchen. Und es wurde gebeten, ja, Lieblingskuchen mitzubringen. Ich habe meine Kinder gefragt, was soll ich denn jetzt backen? Und dann kam, ja, für wen backst du? Ich sage, ja, für Jenny. Ja, und was mag Jenny am liebsten? Meinen Schokokuchen. Ja, also mache ich jetzt einmal den Schokokuchen. Die Creme muss ich noch machen. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht noch einen anderen Kuchen backe. Weil jedes Mal nur Schokokuchen ist mir alleine schon langweilig. Und ich überlege gerade, welchen Kuchen ich machen soll. Ja. Und deswegen wird heute auch noch gebacken. Weil das hier, Bosch, ist eigentlich jetzt schon vorbei. Habe ich euch ja gezeigt, was ich dafür brauche, wie das geht. Ich zeige euch nachher, wie es auf dem Teller aussieht. Und ich muss nochmal meine Rezepte mal durchgucken und mich für einen Kuchen entscheiden. Ich schwanke aber so zwischen Fanta-Kuchen und Nusskuchen. So. Bosch ist fertig. Ich esse ihn gerne mit einem Kleckschmand und ein bisschen Brot dazu. Und wie ich schon gesagt habe, ich kann es nicht abwarten. Das riecht so lecker und ich habe gerade Hunger. Also schlabuliere ich erstmal mal ein Portionchen Bosch und dann backen wir zusammen einen Kuchen. So ihr Lieben, der Bosch war richtig lecker. Also kann ich nur empfehlen, nachzukochen. So, und jetzt will ich einen Kuchen backen, und zwar einen Nusskuchen. Habe ich mich jetzt entschieden. Habe hier auch Haselnusskerne und alles. Also es wird ein Schoko-Nusskuchen mit Kirschen. Ja, und dafür brauchen wir ein paar Sachen und das meiste, ich habe doch alles hier. Also können wir auch gleich loslegen. Ich habe vorhin schon die Butter rausgeholt aus dem Kühlschrank, damit sie weich wird. Ach ja, ich habe ein anderes T-Shirt an, weil ich vorhin gemerkt habe, ich habe rote Beeteflecken drauf. Und ihr guckt zu und sagt keiner was. Ne? So, wir brauchen eigentlich so um die 150-200 Gramm Butter. Also würde ich jetzt so Pi mal Daumen sagen, das sind jetzt 200 Gramm. Und dann brauchen wir Zucker. Und da Isabel vorhin schon was gebacken hat, hat sie Zucker verbraucht. Ein bisschen. Ich sag mal 200 Gramm Zucker. Und das Ganze lasse ich einmal verrühren. Und nach gebe ich jetzt einfach 4 Eier rein. So, dann habe ich hier ein bisschen Joghurt. Den gebe ich auch mit rein. Das sind vielleicht 100 Milliliter, dann ist das nicht. Dann ist er einfach weg. Und
jetzt habe ich hier 150 ungefähr Gramm Mehl und ein Tütchen Backpulver. Und das vermische ich jetzt alles zusammen mit ein bisschen Kakao. Und dann kommen die Haselnüsse rein. 200 Gramm habe ich jetzt gemahlene Haselnüsse. Und Mehl. Ich habe hier noch ein kleines Tütchen gehackte Haselnüsse. Da sind jetzt 100 Gramm drin. Aber ich glaube, ich nehme nicht alles, sondern nur ein bisschen. Ja, so ein halbes Tütchen habe ich jetzt mit reingezogen. Oder doch alles? Ich nehme alles. So, also 100 Gramm gehackte Nüsse auch noch dazu. Und so sieht der Teig aus. Und ich bereite jetzt ganz schnell noch die Backform vor. So, ich habe hier jetzt ein Glas Kirschen. Das habe ich jetzt hier schon in ein Sieb gegeben zum Abtropfen. Ja, und hier haben wir unseren schönen Teig. Und jetzt habe ich schon die Backform fertig gemacht. Gebe ich den Teig einfach mal in die Form rein. Glatt streichen. Und jetzt verteile ich einfach die Kirschen drauf. Ja, der Backofen heizt schon mal vor. Also geht der Kuchen jetzt in den Ofen. Bei, ich glaube mal 210 Grad ungefähr Umluft. Wie lange er braucht, sage ich euch dann später. So, ihr Lieben, der Kuchen ist auch fertig. Ich werde eine Glasur machen und dann noch drüber gießen. Dann wird er noch ein bisschen schöner aussehen. Den Schokoladenkuchen da hinten bastel ich auch schon zurecht. Isabel wurde gerade zu Teenie-Treff gebracht und ich mache jetzt Abendessen. Und zwar habe ich gestern gesagt, ne, mache ich jetzt die Maultaschen einfach anbraten. Und das wird unser Abendessen sein, denn ich muss noch an den beiden Kuchen fertig weiter basteln. Und wenn die fertig sind, mache ich ein Foto und hänge es einfach hinten dran. Dann könnt ihr auch sehen, wie die Kuchen fertig aussehen. Ja, und ich werde jetzt einfach dieses Video beenden und unser Abendessen machen und so weiter. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.